So, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge mittlerweile von unserem Let's Play 7 Days to Die. Da hinten rennt der Tyrone rum. Hallo! Der guckt ein bisschen komisch, aber okay, gut. Genau, wir haben jetzt einfach mal die Nacht abgewartet, weil es ist eh nicht viel passiert, außer dass sich hier ein paar Zombies mit irgendwelchen Bären geprügelt haben und die Zombies gewonnen haben. Dummerweise konnten wir uns das Fleisch nicht holen, aber egal, wir gehen jetzt mal wieder looten. Weißt du noch, bei welchem Haus wir waren? Nee. Das ist ja findet sich schon. Pass auf, vergiss nicht unten, ne? Nicht, dass wir jetzt in die Reihen läuft. Ja, wir erwarten hier Besuch, also es hat die ganze Nacht an der Tür geklopft. Ich hab meine Spike-Klapp raus, lass mich mal vorgehen. Ich mach das. Lass das mal den Papa machen. Okay, nee, die sind nicht ganz drin, die haben nur... Sind es beide Zombies? Hier drinne? Ich höre doch irgendwas. Kann sein, also wir hatten ja schon mal welche, ne? Aber die haben wir alle getötet, außer du hast wieder welche angelockt. Ja, aber ich wüsste nicht durch was, wir haben kein Feuer gemacht und nix. Oh ja, Spider-Zombie. Ich häng fest. Falscher Moment zum Festhängen. Du schaffst das, ich glaub an dich. Wo bist du denn? Ich komm mal. Hallo? Hier. Überraschungsangriff von hinten! Ja, ich glaube, er hat nichts angelockt. Das war irgendwie noch einer, aber war der noch übrig? Dann wird... Nee, ich glaube, wir hatten drei gekillt. Ich würde nochmal vorsichtig sein. Da. Ich hätte mir überlegt, dass wir noch ein paar Bäume pflanzen sollten. Wieso Bäume? Ja, damit wir genug Holz haben. Da ist wieder einer. Wo? Keine Ahnung. Siehst du einen? Achso, du hörst nur einen. Ich höre einen, ne? Ach so, sag das natürlich. Wenn du sagst, da ist einer, denke ich, da ist so, da sieht man den. Ach so. Dann wird ja vielleicht noch irgendeiner sein, ne? Ja. Was hatten die angelockt, ey? Dass die Gorblocks, die vor der Tür waren. Die tun die das locken, auch? Ich keine, auch an. Keine Ahnung, was die alles angelockt. Ist hinter mir irgendwas? Nee. Hinter uns ist frei. Ja gut, ja. Bam, Headshot. Na, da, guck mal hier, da steigt der XP-Zähler wieder nach oben. Natürlich die Pistole oben gelassen. Ja, das willst du. Nee, Pistole macht doch noch mehr, dann lockst du ja noch mehr an. Ja, aber die Spider-Zombies locken so schneller an. Ja, aber du kannst ja mehr als drei Spider-Zombies beschwören, quasi. Glaube ich zumindest, also das ist schon länger her, hab ein Video geguckt von Leuten. Die waren halt mega Endgame, hatten alles, was sie wollten, so mega TNT und die waren langweilig. Deswegen haben sie deren ganzen Basis mit TNT eingebaut und in die Luft gejagt. Dann kamen halt von allen Seiten so Spider-Zombies. 50 Spider-Zombies, ja, 50 Stück oder so. Glaub und die haben alle dann nochmal eine Horde gerufen. Ich glaube, ich weiß, welches Let's Play du gesehen hast. War nur eine Folge, ich weiß jetzt nicht, also ich, ob das ein ganzes Let's Play war oder so. Irgendwas klopft hier. Oh ja, da ist noch einer. Das sind zwei! Nimm es weg! Ich hab ihn. Oh geil, der hat Marty Broad dabei, da kann man ja Dingens herstellen, ne? Potassium, ne? Ja, nee, Potassium kann man nicht herstellen, aber. Ja. Genau, nee, wie heißt ja, das gute Zeug? Ach, man sagt's. Antibiotika. Ja, Antibiotika. Verhext. So, dann gehen wir mal Richtung Westen. Ich glaube, da haben wir noch nicht so viel gelootet. Das ist ein Gras, das für ein Block. Was? Richtung Westen hast du gesagt? Ja, achso, wir brauchen noch Steine, glaube ich, ne? Wir haben nur noch kein Campfire, das ist noch nicht irgendwas, ne? Keine Ahnung, ich habe 5 Steine im Inventar, das ist nicht gerade die Welt, aber. Hattest du dich noch irgendwo noch einen Tresor gesehen? War da noch irgendwie sowas? Ja, ich glaube, Tresore loot man wenn dann später. Oh, ich habe gerade eine Shotgun Schematics gefunden und Iron Boot Schematics. Cool. Ja, erstmal gleich lesen, damit du es nicht bekommst. Ich hab 762 Munition, hilft mich nicht weiter, ne? Was hast du? 762. 762, warte, wofür ist das denn? Sniper und Hunting Rifle. Ja, geil. Awesome. Ja. Also ich Schematics dafür. Ich nehme mal das Fuel fast damit, ne? Das Oilbarrel. Ja, bevor einer drauf schießt. Nee, das kannst du ja auch. Da kannst du auch Gascans drauf machen, oder nicht? Ja, mit dem entsprechenden Rezept kann man auch Gascans mitmachen. Oh Gott, diese Rezepte. Nein, für das Moped. Bist du gerade gestorben? Nee, ich bin in den Kaktus reingelaufen. Siehst du die Mini-Halle da hinten am Horizont? Ich hab hier für das Bike gerade eine Lampe gefunden.
Oh, ich glaube, die lassen wir mal vorbeilaufen, oder? Bist du nicht XP-geil? Bist du nicht XP-geil? Hinter dir, da kommt gerade eben von der Seite an die Wand. Ja. Tschüss, Level 7! Geil, also mit so einem Spike-Club ist echt cool. Und lässt sich arbeiten. Ja. Okay, ich glaube, die kommen jetzt doch auf uns zu. Die sehen ziemlich auf uns zu auslaufend-mäßig aus. Au, ich bin den Kaktus gelaufen! Mann, ich weiß, dass Kakteen wie das. Holen wir sie halt. Oh, oder auch nicht. Lass mich lieber schießen, wir haben nur begrenzt Pfeile, Fireblade. Hey! So, loot. Hast du diese nackten Typen? Die Wackler? Ja, die laufen halt so, dass man sie nicht treffen kann. Das ist unfair. Bis. Tschüss. Ah, dann hau sie halt um. Er spart Munition. Oh, nochmal Moldy Bread, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch Passionatra. Finden? Ja, genau, wie auch immer. Und dann. Können wir uns Antibiotika. Na, Hauptgegner. Juhu, ich hab Bier. Vielleicht ist er wieder besoffen. Irgendwann kommst du nur betrunken nach Hause. Aha. Oh, aber sehr gut, hier gibt's schon mal viele Regale. Hast du schon. Ich glaube, das habe ich schon gelesen. Hier sind nochmal Shotgun Shell Schematics in dem Buch hier, in den Kasten da drinne. Möchtest du das nehmen? Ja, weil du ich siehst übrigens, ob du was gelesen hast. Seit wann das denn? Wenn du und was. Woran? Du siehst, ist dann so ein gelbes Icon oben an dem okay, Rezept. Muss ich nochmal drauf achten. Kommst du alleine durch? Ah ja, ich habe übrigens erst in den Videos gesehen, dass du eine Fire Axe hast, ne? Ja. Ja, dass die einfach mir unterschlagen. Ja, A ist grau und B haben wir das Problem, dass wir keinen Metall herstellen können, stand jetzt. Achso, du warst da drin. Angst, dass hier oben welche. Und die Lampen hier abbauen. Die Lampen? Warum die Lampen? Die geben Press. Ja, gut. Irgendwann werden wir es brauchen. Ja, wenn wir alles haben. Bis dann sind wir schon dreimal draufgegangen. Jetzt fühle ich mich mit meiner Stone Axe aber voll minderwertig. Ich glaube, du hackst ja nicht weniger schnell herum wie ich. Oh, ich hab schon wieder Shotgun. Also der gelbe Symbol ist. Ach, das recht, ja, okay. Die jetzt weiß ich, warum wir noch kein Ding hatten. Wir haben jetzt endlich einen Cooking Pot. Hatten wir schon vorher. Hatten wir schon? Ja, habe ich mir sicher. Hier in dieser File Cabinet ist nochmal ein Buch drin. Das habe ich schon gelesen. Deswegen kannst du es haben. Oh, hier coole Sachen. Oh, Sword of Shotgun. Wie sehe ich mit der Brille aus, ne? Sag's mir. Zeig mal. Sei ehrlich. Ja, die ist cool, die Aviator Goggles, ja. Die sehen irgendwie so cool aus. Ich fühle mich jetzt voll special. Auf dem Dach, alles safe. Also, Mann, diese Zombies, ne? Ich denke die ganze Zeit, die sind neben mir. Ich weiß. Ja, der Sound, der könnte ein bisschen überarbeitet werden. Okay, was habe ich jetzt erst gefunden? Hunting Rifle Parts, Kind of Pester und irgendwie Pistol Receiver. Eine esse ich. Boah, nicht mehr so viel. So, weiter geht's. So, ich lauf dir einfach hinterher, ne? Das hat mehrere Vorteile. Du hast erstmal die bessere Sachen, um Türen einzuschlagen. Wenn Zombies kommen, fressen die dich zuerst. Pass auf, der ist dann ganz schön. Mach ihn tot! Du weißt, dass wir noch einen Spike Club haben, ne? Wir haben rein. Ja, der ist in der Kiste. Okay, cool. Ich weiß jetzt nicht, ob der besser ist als dein Ding, was du da hast, aber wir haben zumindest noch einen. Meiner ist total, der ist auch grau, also viel besser kann er nicht, viel schlechter kann er nicht sein. Geh du dich mal prügeln, ich loote mal hier ein bisschen. Ja, so schneller ich level, umso schneller kann ich besseres Loot finden. Besser, oder? Geht das dann für uns beide eigentlich? Nee, es gilt nur für der das Level halt hat, ist abhängig davon. Ja gut, das ist natürlich dann noch nicht gerade. Hallo, wie geht's dir? Hallo, Fableid. Hallo. Also eins ist schon mal gut, hier gibt's einen Haufen Metall. Sind die Lampen hier auch wichtig, die komische hier? Die gar kein Licht spendet? Ne, ich glaube, die machen nur Iron Fragments. Ja gut, die ist ja auch nicht unbedingt zu schlecht verachten. Besser als nix auch wieder war. In der Apokalypse sollte man nicht wählerisch sein. Na toll. Was machst du da? Nein. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin nur zu blöd zum Springen. Ladies first. Alliup. So. Du hast den Müll noch nicht durchsucht. Stimmt. Hier gibt's ein Bett, wenn du noch eins haben willst.
Nee, das hat mir schon drüber, diese Matratze hat mir schon drüber gesprochen, das ist einfach so, nicht. Achso, ne, lieber nicht. Lieber schlafe ich auf dem Boden. So, mal gucken, was wir alles finden. Wasser, yay! Du hattest noch irgendwie erzählt, dass du irgendwie noch das Saloon oder so gesehen hattest oder so. Ja, das war das Holzhaus, wo wir eben drin waren. Achso, sicher? War das das schon? Ja, ich glaube, das war das. In Saloon will ich immer, denke ich, finde man einen Revolver. Weißt du, einfach weil es cool ist. Nee, leider nicht. Oh, was wir noch auf jeden Fall haben will, ist ein Mining Helm, ne? Schön mit der Taschenlampe oben drauf. Du hast einen? Sehr gut. Nein, die will ich haben. Nein, ich habe so, leider noch nicht. Haben. Ich habe seit immer mein Lieblingswunsch. Worn Boots. Ist das hier, was haben wir hier? Ein Air Conditioner. Oh Gott, die haben ja auch so lange zu durchsuchen. Lauf. So. Haben wir alles? Es ist so ich dunkel. Ich nicht mehr. Wir könnten ein Loch ins Dach schlagen. Ja, doch zu faul zu. Ich habe das immer mit meiner lila Axt gemacht, dann geht es immer ziemlich schnell. So, ich muss mal ganz kurz sortieren, ich bin schon wieder voll, ey. Was? Echt? Du nimmst auch jeden Müll anscheinend mit, glaube ich. Ja, ja. Aussortieren kann man hinterher immer noch. Ja, aber du lässt immer die guten Sachen dann zurück, das ist das Problem. Nö, ich lasse nichts zurück. Hier. Weißt du zufällig, was für ein Pistol Receiver wir haben zu Hause? Also, ich habe jetzt noch einen grauen dabei. Also, was ja, ich habe auch einen grauen dabei. Deswegen, also. Was hat denn für eine Quality deine? 78. Ja, dann ist ja schon mal besser als den ich habe. Dann kannst du ja deine nicht scrappen, ne? Ja. Alles scrappen. Scrap. Komm nach, warte. Oh, die geht's. Keine Hektik. Wo bist du? Ich bin wieder da raus, wo wir rein sind. Das sagt mir erstmal nichts. Zur Straße ich hin. Ich hab einen Orientierungssinn wie nach Westen. Ja, ich bin raus. Warum haben wir jetzt Kakteen? Weil es Essen gibt. Ehrlich? Ja, da gibt's so eine Yucca. Ja, Yucca-Frucht, die kann man essen. OP. Ich bringe jetzt mal nicht die Welt, aber... Oh Gott, nein! Also ich bin stammt. Na, okay, ich lebe noch. Gut, okay. Wie sie auslastet. Oh, das ist schon wieder diese Metall-Holz-Kombination. Ja, so aber dafür kann man ja außenrum vorbei. An den jetzt nicht so starken Fenstern eigentlich. Ja. Gut gemacht, Fireblade. Kacknoob. Ach verdammt, hier muss man nochmal. Komm, hier klopfen, komm, mach weg. Oh. Halt, ich hab eine Tasche. Oh, ich hab Sonnenbrille gefunden. Krass. Gangster, Mann. Los, weg. Und durch. Ladies first. Hier. Irgendwie sieht's hier genauso aus wie in dem Haus. Ich hab eine ganze Pistole gefunden. Echt? Dann haben wir schon zwei davon. Was für eine Farbe? Die total kaputt und grau. Okay. Na gut, besser als nix. Jetzt habe ich 15 Schuss und er schießt. Oh, Repair Tools ohne Ende. Ich habe eine Kartoffel gefunden. Der das ist schon. Wer packt eine einzelne Kartoffel in den Kühlschrank? Wer packt Kartoffeln überhaupt in den Kühlschrank? Jetzt brauche ich nur noch so eine coole Axt wie du und ich bin eigentlich vollkommen zufrieden. Ja, gut, cool ist was anderes, aber sie funktioniert halt nichts. Das war schon zum 10. Mal dasselbe Ding auf. Ja, Mann, ich muss nochmal Roulette spielen. Neue Stone Axe und. Da-da-da-da-dum. Ja, Orang! Sehr gut. Gelohnt. Willst du meine alte 600. Ah, ne, du hast ja deine. Okay, ich hab ja. Ja. Ich hab. Ja, Pump Shotgun Parts. Ich sehe uns immer näher an der Pump Shotgun. Ja, dann brauchen wir nur noch Munition. Und ich brauch Platz im Inventar. Das brauchen wir nicht. Nein, das brauch ich nicht. Denn dann kann ich ausgrappen. Bandana hab ich. Ja. So, warst du schon oben auf dem Dachboden? Ja, da war ich schon. Okay. Oh, Entschuldigung. Warum gibt es eigentlich. Ja, gut, ich verstehe, der Spieler kann sie abschließen, aber alle Türen. Oh, ich hab Mining Helm gefunden. Sehr schön.
Jede Tür in diesem Spiel ist verschlossen. Nee, nicht jede. Es gibt welche, die offen. Die 1%. Ja, es kommt hin. Aber es gibt sie. Ui, warte auf mich. Da sind wir raus. Ja, wow. Hatten wir jetzt alles schon durchsucht unten? Also, ja. Ich vertraue dir einfach mal, dass du nichts verloren vergessen hast. Ja, ich sehe schon den Lichtschein aus dem Fenster kommen. Bitte, warte, ich höre was. Da ist ein riesengroßer Termitenhügel. Komm her, Zombie. Komm zu Papa und tschüss. Ah, da ist das Westernhaus, das habe ich gemeint. Stimmt, du hast recht. Da war noch eins. Mal eben kurz Bücher brauchen. Wofür brauchen wir Bücher? Eigentlich nur wegen Papier, ne? Ja. Das brauche ich nicht mehr. So viel nutzlosen Blödsinn hier dabei. So, dann schlagen wir uns nochmal durch. Ja, ich komme. Also bestimmt durch. Naja, gut. Meine Hilfe wird nicht gebraucht. Vielleicht könnten wir aber. Ich habe nochmal gleich eine super, richtig gute Idee. Was denn? Ich habe wahrscheinlich Sachen im Inventar, die du im Inventar hast, wo ich nur ganz wenige von habe. Ja, weißt du, dass wir dir irgendwie anders stacken, weißt du? Dass wir einfach mehr tragen können. Ich gebe dir einfach komplett meine, weiß ich was. Bei dir stackt ist dann halt noch weiter und ich habe einen Platz mehr frei, weißt du? Was hast du denn anzubieten? Bücher, Kleber. Ja. Nee, Kleber habe ich nicht. Bücher würde ich gerne nehmen. Scrap Lead würde ich nehmen. Und Brass? Brass habe ich auch, ja. Gut, Empty Cans? Bullet, nee, die habe ich direkt gescrapped. Bullet Casing? Habe ich auch nicht, nee. Yeah, ich habe noch zwei Bretter. Bretter habe ich über 12, kannst du auch mal rauswerfen. Okay, ein Sandwich noch? Nee, ich werf dir mal ein Moldy Bread hin. Ja, genau. Ich habe die anderen Sachen hier in den Schrank da getan. Ja. Und dann können wir, das ist einfach der Fiez, weißt du? Ich denke nicht mit. Ja, super, wenigstens eine. Sonst hätte ich noch Gläser. Ja, Gläser hätte ich auch noch, da bin ich aber überlegen, ob ich die einfach wegschmeiße. Würde ich nicht machen. Spätestens durch Kochen verlierst du halt immer wieder welche verlieren. Yeah, ja. Was? Shotgun? Ah, nee, Shotgun. Das gehört mir. Nein, Shotgun Receiver fehlt noch. Ich dachte eben, ich hätte Shotgun. Wo bist du? Bist du oben oder unten? Unten. Ich sehe den Lichtschein hier unten von dir. Ja, das ist die Ecke. Jetzt hast du alles schon. Lass mich da mal kommen. Ja, wahrscheinlich bist du bei der dämlichen Axt besser als ich. Da kann man sehen, wie viel Schaden die gegen Blöcke macht. Meine macht gegen Blöcke 1,81. Also 2,07. Ist auch nicht viel besser. Oh, ein gelber Magnum Frame. Achso, ganz safe? Ja, ganz safe. Mann, lauf doch nicht rein! Versuch mal den Safe zu treffen. Ihr seid so beide hart wie Stahl, ich kann das nicht unterscheiden. Na super. Trainierst du? So. Ach ja, genau. Über das Bauen müssen wir uns immer nur unterhalten, weil ewig in der Stadt bleiben will ich auch nicht. Ja, klar. Genau. Also, immer. Ja, Ober. Gut. Schon und immer. Unterhalten. Ja, genau. Und immer in der Nähe dieser Genf, also von Wasser. Und immer Frischwasser zur Verfügung hat, weil, also in der Stadt hast du ja Toiletten. Soll ich hier lieber. Warte. Oh, Noob. Hey, ich habe eine grüne Shotgun Barrel da drin gefunden. Ja, aber ich bin ein höheres Level als du. Ups. Mach ihn ganz kaputt. Hast du noch Platz in deinem Inventar? Ja. Dann hol dir mal ein bisschen was raus. Ich bin jetzt voll. Hast du Stöcke oder sowas dabei? Oder einen Knochen? Ich hab einen Knochen, aber ich hab einen Knochen, der kann weg. Nee, Sticks hätte ich dabei und ich hätte noch einen Oil Barrel dabei. Dann, wenn du noch. Okay, dann hier, dann kannst du das nehmen. Dann hab ich nochmal zwei Plätze frei. Oh, das war falsch. Kaffeebohnen? Habe ich auch, ja. Auch noch? Nein. Kannst du auch einfach hinwerfen. Ja, aber das ist. Nee, ich finde das schöner so. Oh.
Ich so, bin eigen. Ein Shotgun-Receiver bräuchte man noch. Ein Shotgun-Receiver? Ich hab nur Pistol-Receiver. Warst du schon oben? Nope. Boah, schon wieder 16 Uhr, ey. Ja, generell sollten wir sowieso langsam wirklich überlegen, ob wir da schon anfangen zu bauen, auch wenn wir dann die Stadt noch nicht gelootet haben, weil am Tag 7 wird es ja schon nicht mehr so ganz so witzig, ne? Und ohne Spikes und so wird das dann nicht so nice. Ja, das ist wohl wahr, ja. Ja, gute Idee. Ich glaube, machen wir einfach in der nächsten. Also, wir sind jetzt auch, glaube ich, mit der Folge langsam durch, wenn ich mal so auf die Zeit gucke. Viel gerissen. Bitte? Viel gerissen, diese Folge. Ja, Ziel gerissen, diese Folge. Genau, wieder weiter gelootet. Nee, aber dann fangen wir doch direkt nächste Folge an, uns ein bisschen Baumaterial zu sammeln. Ah. Und gehen dann mal Richtung Bauen. Von dem her, würde ich fast sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Winken einmal kurz und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.